Ich gucke mal, ob da hinten Tücher drin sind. Wenn nicht, nehme ich meinen Ärmel einfach dafür. Oh ja, hier sind Tücher. Oh ja, viel besser. Hey Leute, kennt ihr das hier noch? Man merkt die Steigung, die Honda hat zu kämpfen. Mittlerweile weiß ich, es gibt steilere Straßen. Und auch mit dem im Umkreis von 100 Kilometern, das ist Blödsinn. Ich könnte den ganzen Tag hoch und runter fahren. Wow, wow, wow. Da ist etwas zu wenig Luft drauf. Die sind, guck mal hier, die kann man so richtig schön reindrücken. So, 2 Bar muss es sein. Oh, nur noch 1,5. Das geht ja gar nicht. So ist gut. Ey, da hat 1,5 Bar gefehlt. Und hinten brauche ich mehr Schlauch. Kann man ja gleich mal noch ordentlich aufhängen dann. So, lassen wir's. Cool, dass es sowas noch gibt. Also klar, es gibt immer Druckluft, aber bei vielen Tankstellen muss man dafür bezahlen. Mal eine gute Tat bringen. Den Schlauch mal gerade aufhängen. Hat jeder was davon. Mal gespannt, ob das ein Unterschied ist. Aber ich denke schon, dass es ein Unterschied ist. Es war ja doch überall 1,5 Bar, was gefehlt hat. Also es ist bis 14 Uhr geöffnet hier. Und wir haben 14.03 Uhr. Ist aber fix, ey. Also hingegen vieler Behauptungen ist es meiner Meinung nach kein Problem, ein Motorrad hier mit einem Dampfstrahler zu waschen. Wenn du viel Abstand hältst, dann geht das. Gut, das ist jetzt sowieso hier reduzierter Druck, weil das ja schon Osmosewasser ist, also macht keine Trockenflecken und so. Aber wenn du die Abstände einhältst, die in der Anleitung da angegeben sind, dann sollte da nicht passieren. Hier ganz wichtig, zwischen den Abschirmungen, da versteckt sich bei der CB immer noch irgendwelcher Schaum und so. Hey, wie wär's mit einem Video, wie man ein Motorrad nicht wäscht? V2. Oh, das sieht so geil aus, wenn das nass ist. Als wäre ich mit dem Auto hier, würde ich diesen Lappen da mitnehmen. Aber ich bin nicht mit dem Auto hier. Ich hatte hier gerade eine richtig komische Situation. Und zwar bin ich hier rein abgebogen und aus der Seite, also von dort, kam ein Polizeiauto. Und das hat dann hier, so ist das so hier gefahren, und hat dann hier langsam gemacht und hat wahrscheinlich, dann haben die so geguckt, wo ich hinfahre. Und dann haben die anscheinend im Kreisverkehr hier gedreht und sind dieselbe Straße lang gefahren, die ich gerade eben zurückgefahren bin. Und kommen dann auch auf so einem Parkplatz dort an, wo ich dann schon stand. Die halten da an, gucken sich um und fahren wieder weg. Ich denke mal, ey, die wollten mich kontrollieren. Ich vermute, dass die mich kontrollieren wollten. 15 Minuten später. Ey, die Bullen sind wieder da. Geil. So, aber jetzt wird 8888. Ob wir heute kontrolliert werden? Wer weiß. Los, kontrollieren Sie mich. Ich weiß nicht, ob das dieselben von vorhin sind. Leute, macht Vorsicht, Bullerei ist da. Hier, wenn ich sage Bullerei, ich meine das nicht böse. Warum meine ich das nicht böse? Ganz einfach, wenn du keinen Dreck am Stecken hast, so wie ich, dann warum solltest du Angst vor denen haben? Die tun letzten Endes auch bloß ihren Job. Endlich sind sie weg. Oh, warte. Oh, schön. Wo ist es denn? Da ist es. Das Flugzeug fliegt weg und ich fahre weg. Und zwar fahre ich mit der Honda an die Ostsee. Über 400 Kilometer, 125er. Oh.
Ich weiß noch nicht, ob ich mir das so recht überlegt habe. Aber ich werde da oben bestimmt Videos aufnehmen. Mal gucken. Jedenfalls danke ich euch erstmal fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.